Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zum letzten Wow-Log in diesem Jahr. Was natürlich auch logisch ist, weil wir haben den 31. Dezember 2017. Und ein kleines Wow-Log an der Stelle. Ich möchte das nutzen, um nochmal ein paar wichtige Infos zu geben. Also quasi ist es auch ein Kanal-Info-Video, mehr oder weniger. Weil ich auch viele Sachen gefragt wurde, gerade auch bezüglich WoW, und da gibt es noch ein paar andere Themen, die wir noch kurz anschneiden. Und wenn ihr speziell irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare und ich werde sie dann noch nachträglich beantworten. So, die Frage ist aber erstmal, was machen wir heute im Baulog? Ich will mal nach Eisenschmiede, während ich quatsche, und gucken, ob ich noch meine Geschenke holen kann. Das habe ich nämlich total vergessen und ich weiß nicht, ob der Weihnachtsmann noch auf mich gewartet hat, der gute Altvater Winter. Heißt der Altvater oder Allvater? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall gehen wir mal kurz ein paar Themen durch. Ich überlege gerade, mit was fangen wir an? Ja, wir können eigentlich mal anfangen mit dem Thema World of Warcraft. Wie geht's weiter? Was passiert jetzt 2018? So, und das ist eigentlich auch schon das größte Problem an der ganzen Geschichte, weil wir haben jetzt sozusagen das Ende von Legion erreicht. Mal ganz kurz hier mein Pullover ein bisschen. So, also WoW neigt sich nun dem Ende, also nicht WoW, sondern Legion neigt sich ja nun dem Ende zu. Es kommt nichts Neues mehr. Ich habe es in meinem kleinen Demon Hunter Guide schon mal erwähnt. Ich bin relativ enttäuscht vom aktuellen Raid. Ich werde ihn auch nicht raiden. Ich bin ehrlich, ich bin jemand, ich mache grundsätzlich nur ein Let's Play oder sagen wir mal, andere Arten von Videos, die in Richtung Gaming gehen, nur dann, wenn mir das Spiel auch Spaß macht. Weil, ich könnte jetzt auch auf Krampf irgendwelche WoW-Videos produzieren, das klicken auch einige an, auch mehr als bei den Let's Plays, das ist mir klar, aber das ist nicht der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, es muss mir auch, ey cool, ah, eine Schneekugel. Es muss mir auch Spaß machen und mir auch irgendwie Freude bringen. Und WoW ist aktuell leider nicht dazu in der Lage. Das liegt gar nicht an WoW so, das liegt einfach nur daran, es ist ausgelutscht. Legion ist einfach vorbei. Und jeder, der das Ganze eher lang durchgespielt hat, wird mir da vermutlich auch recht geben. Zumal jetzt auch nichts Neues mehr kommt. Wir haben noch ein paar Events, die wir uns auf jeden Fall angucken. Das kann ich euch nochmal direkt zeigen. Und zwar, wir haben hier den Ruf des Skarabäus, da gibt es ein Video dazu, das kann ich schon mal versprechen, also zu 99% wird es ein Video geben. Wir haben nochmal das Liebe liegt in der Luft Ereignis hier, ich denke, da gibt es auch nochmal ein Video zu, am 2. Februar ist das. Dann haben wir das Hypogryphen schlüpfen, da bin ich noch nicht so ganz sicher, also ihr seht, es geht mir vor allem mal um die Events. Unguru-Wahn haben wir schon wieder gemacht, da kommt also keins. Style-Check können wir nochmal reingucken, das war ganz witzig, ob wir da nochmal was machen. Das eigentliche Problem ist, ich weiß jetzt nicht genau, wann das Add-on kommt, das weiß nur Blizzard allein, wahrscheinlich werden sie selber auch nicht wissen. Und viel Neues ist einfach nicht zu tun in WoW und ein normales Let's Play über WoW, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wird es einfach wirklich nicht geben, weil WoW sich aus meiner Sicht nicht für ein normales Let's Play eignet. Anders sieht es dann wieder aus, wenn wir das neue Add-on haben und hochleveln und diese, ich nenne es mal Kampagne, ihr seht meine Anführungs- und Ausführungsstrichchen, die ich gerade symbolisch zeige, wenn wir dann diese Kampagne durchspielen können sozusagen. Da wird es natürlich ein Let's Play geben, das ist ja, also mache ich ja eigentlich immer so, beziehungsweise immer, habe ich ja schon so Legion so gemacht, wird auch zu Battle for Azeroth kommen. Also ja, ich werde mir das Addon natürlich kaufen, ich werde es auch spielen. Allerdings, und da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, nämlich der Frage, wie ist das eigentlich mit dem Raiden in Zukunft? Und da ist einfach das Problem, ich habe ich habe quasi ganz Legion über Raid-Lead gemacht und bin den Leuten hinterhergerannt, jetzt nicht den netten Leuten, die waren immer super, aber es gibt halt immer ganz viele Leute, die, ich weiß auch nicht, du suchst was, ja, du suchst einen, ich sag es mal, einen Heiler für den Raid. Und dann findest du einen Heiler und nach 2 Wochen ist der irgendwie weg. Vom Erdboden verschwunden. Und nach 3 Monaten kommt der dann wieder mal online und sagt, hey, kann ich wieder mitraiden? Und das sind so Sachen, du kannst es halt nicht jedem recht machen. Und die Leute sind einfach sehr, sehr sprunghaft geworden. Ja, das merkt man einfach massivst. Und da habe ich halt für mich entschieden, während Legion so zu Ende ging, ich mache im nächsten Addon nur dann nochmal richtig Raid, wenn sie es hinkriegen, dass dieses Problem nicht mehr auftritt. Dann kann man sagen, okay, das ist schwierig zu lösen, das ist aber eigentlich ziemlich einfach. Nämlich, indem man sagt, wir machen Mythic nicht für 20 Leute, sondern wir machen es entweder Flex
Oder wir machen einen 10er-Mode. Bei 10 Leute zusammenkriegen für einen Raid ist so viel angenehmer als fucking 20 Leute. Weil du musst einfach mal überlegen, wie viel brauchst du obendrauf auf der Ersatzbank, falls mal jemand ausfällt. So, bei 10 Leuten, da kenne ich 8 persönlich. Da fällt keiner aus, in der Regel. Da brauchst du vielleicht noch 3 Leute auf der Ersatzbank, hast du am Ende einen 13-Mann-Raid. So, bei 20 Leuten kenne ich trotzdem nur 8 persönlich. Und die anderen sind so, ja, die sind halt mal da und mal nicht da. Und da brauchst du, also wir hatten einen Raid-Kader von 35 Mann und trotzdem hatten wir teilweise nicht genug für einen Mythic-Raid zustande gebracht. Und das ist jetzt kein Einzelproblem von mir oder von unserer Raid-Gilde, sondern das ist generell ein Problem. Kann sich jetzt natürlich sich speziell auf Blackmoor hier ja so etablieren, aber das ist eigentlich generell, ich lese ja auch im Forum und da sind ganz viele Raid-Gilden, die jetzt nicht progress-orientiert sind, also die jetzt nicht sagen, 3 Raid-Tage die Woche, 6 Stunden und durchballern, sondern die halt sagen, hey, wir wollen raiden, aber wir wollen, sagen wir mal, normal raiden, so 4 Stunden, 2-mal die Woche und dann ist gut, ne? Weil das reicht auch völlig zu. Aber du kriegst halt nicht ordentliche Leute ran, in der Regel, ne? No hate an der Stelle, aber es ist wirklich ein Krampf und das macht einfach wirklich auch keinen Spaß. Es macht, oh guck mal, ich kann noch Geschenke holen, kann ich ja machen. Es macht wirklich keinen Spaß, wirklich monatelang oder in dem Fall ein Jahr lang immer zu den Leuten hinterher zu rennen und irgendwie die Leute zu betteln, dass sie irgendwie raiden. Es sollte eigentlich andersrum sein. Die Leute sollten sich wie früher auch schon zu Classic in Scharen sammeln und sagen, hey, darf ich bitte mit raiden? Das wäre ein viel, viel besserer Vorgang, zumindest aus meiner Sicht. Kann jeder anders sehen. Der ein oder andere wird es auch anders sehen. Auf jeden Fall, da müssen wir halt nochmal abwarten. Da kann ich euch jetzt leider nichts dazu sagen, wie das mit dem Raid dann ist. Wenn sie es, aber das kann ich zumindest mal sagen, wenn sie es so lassen, das heißt 20 Mann fix verlangen für Mythic und diese komischen Schwierigkeitsgrade beibehalten. Da habe ich in meinem Warlock zu Battle for Azeroth schon mal drüber gequatscht. Wenn sie das wirklich so lassen, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Das ist mir echt zu blöd. Ich will hier Spaß haben, ich will schöne Videos auch gerne machen, aber ich mache hier keine Arbeit draus aus dem Spiel. Das kann nicht sein. Wirklich nicht. So, und ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie ein Raid-Lead gemacht hat, über einen längeren Zeitraum hinweg, wird mir da auch in irgendeiner Weise auch recht geben. Da bin ich mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, das ist ein generelles, sehr, sehr großes Problem in WoW. Naja, so viel vielleicht erstmal dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, einfach in die Kommentare damit und ich beantworte sie noch nachträglich. Was Battle for Azeroth speziell nochmal angeht, muss ich auch nochmal sagen, ich bin sehr, sehr enttäuscht über die Features. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt irgendwie ein völlig neues Spiel, das ist es nicht. Aber sie haben ja schon angedeutet, es wird keine wirklichen Änderungen an den Klassen geben, wo ich mir dann die Frage stelle, mache ich dann überhaupt eine Klassenvorschau? Aber das werden wir dann erst sehen, wenn dann die Beta draußen ist, wie es dann wirklich ist. Ja, also wir werden sicherlich eine Klassenvorschau machen, aber ich mag es einfach, wenn sich Dinge verändern. Ja? Wenn der Demon Hunter sich zum Beispiel im nächsten Jahr wieder genauso spielt wie jetzt, da habe ich doch keinen Bock drauf. So langweilig. Habe ich jetzt über ein Jahr lang gemacht. Brauche ich nicht nochmal. Ne, das ist so ein bisschen wie in LOL. Nichts gegen LOL. Ich persönlich mag MOBAs generell überhaupt nicht, aber jeder, der das mag, von mir aus gerne. Aber bei LOL ist das Problem, du spielst im Prinzip immer auf derselben Map. Das finde ich langweilig, jetzt ganz persönlich. Klar kann man sagen, es ist jedes Mal ein anderes Spiel und so weiter, aber ja. Es ist trotzdem dieselbe Map. Es ist im Endeffekt, du weißt ungefähr, was du machen musst. Und das finde ich schade. Ich finde es schöner, nicht zu wissen, was man machen muss und es zu lernen. Das macht viel, viel mehr Spaß, sich da einzuspielen und ja. Aber wie gesagt, wir werden sehen, was sie da machen. Es sind ja noch andere Punkte bei Battle for Azeroth neben der Veränderung der Klassen. Wir haben ja auch noch zum Beispiel die Tatsache, dass auch die Systeme gleich bleiben. Also die Wordquests bleiben gleich, wie gesagt, das Raiden bleibt gleich, die Mythic Plus bleiben annähernd gleich, das sind alles so Dinge, die haben wir jetzt schon so lange. Auch die Talentbäume, also Bäume sind es ja nicht mehr, das wird auch gleich bleiben. Wir werden sehen, ob nochmal 120er Talent dazukommt. Schauen wir mal. Die Ehrentalente werden gleich bleiben, ungefähr. Also es ist halt nichts Neues. Es ist so, als würde man WoW Legion einen anderen, also quasi einen neuen Patch geben, sagen wir mal 7.4. Und das ist Addon verkaufen. Und das ist einfach ein bisschen sehr, sehr mau. Also es haut mich überhaupt nicht vom Hocker bis jetzt und wir werden mal sehen, ob ich jetzt damit vielleicht falsch liege und da irgendwie zu vorschnell bin, aber ich habe das Gefühl, dass Battle for Azeroth tatsächlich nur so ein Zwischending wird. So wie Warlords of Draenor.
Also ein Möchtegern-Add-on, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ich weiß, einige mögen Warlords of Draenor, jedem das seine, überhaupt kein Thema, aber ich hab's gehasst, weil es war einfach aus meiner Sicht viel zu wenig. Keine neue Klasse, keine neue Rasse, im Prinzip auch keine wirklich Veränderung zu dem vorherigen Mists of Pandaria. Und Legion war der Hoffnungsschimmer. Gab eine neue Klasse. Es gab massive Änderungen der Klassenbalance, der Fähigkeiten, der Spielweise von den meisten Klassen. Sie haben ja so viel geändert. Sie haben den Schamanen das Mana weggenommen und haben da alles umgemoschelt und so weiter. Und das finde ich halt geil. Sowas ist cool. Da hat man mal wieder irgendwie, ja, so ein bisschen frische Luft im Spiel einfach. Ja, von den ganzen Mock der letzten 6, 7, 8 Jahre. So, naja, aber wir werden ja sehen. Die Inseldinger finde ich solche ganz cool, aber naja, ob das wirklich ein Dauerbrenner wird, sagen wir mal, dahingestellt, wenn du immer diese Insel machst. Hast du vielleicht 5 Inseln, die sich dann alle ein paar Mal immer so ein bisschen abändern. Das ist ganz lustig, aber auf Dauer auch nicht interessant, glaube ich. Naja, aber wie gesagt, dazu will ich jetzt noch gar nicht so viel sagen. Das werden wir alles noch sehen. Ich hoffe ja immer noch, dass ich einen Beta-Key bekomme oder Alpha-Key, wenn es dann draußen ist. Und dann werden wir uns das natürlich alles ganz genau angucken. Da gibt es auf jeden Fall noch mal wieder mehr Videos. Aber ich muss mich halt, was Videos angeht, immer so ein bisschen danach richten, was ist neu im Spiel. Weil ich einfach hier wirklich kein Let's Play machen kann und will über den Standardkram. Ne? Es ist nicht so wie zum Beispiel ein Elex, ja? Was du irgendwie durchspielst und dort 150 Folgen reinballerst. Das ist nicht. Ne? Das geht einfach nicht in WoW, weil du machst halt, sobald du Max-Level bist, im Prinzip immer nur noch dasselbe. Und das finde ich für ein Let's Play nicht angebracht, jetzt bei mir. Gibt vielleicht andere, die das machen, das weiß ich nicht, aber ich finde es halt doof. So viel vielleicht mal zum Thema WoW erstmal. Achso, welche Klasse ich spiele, weiß ich auch noch nicht. Ne? Keine Ahnung, frag mich nicht. Das werde ich mir dann alles angucken und entscheiden, wenn dann die Klassenänderungen da sind. Ich hätte ja mal Bock auf einen Heiler mal wieder. Hab ich lange nicht mehr gespielt. Müssen wir mal sehen. So, jetzt mache ich erstmal hier die Geschenke auf. Festtagsgeschenk. Was haben wir denn drin? Ein Zauberstab. Ja, kennen wir schon. Eine Mütze. Und diese Plätzchen. Okay. Ein Spielzeug. Spielzeugwaffenset. Legt das Waffenset an. Während des Winterhochfests ist die Akkuzeit verringert. Aha. Wie sieht das aus? Halt. Falsch. Da. Spielzeugwaffenset. Ernsthaft? Was ist das denn? Naja. Ja, gut. Ja. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Favorit setzen. ist ganz okay, ja. Ist ganz witzig. Okay, was haben wir noch? Kriegen eh alle dasselbe, ne? Stellt die Hearthbox auf. Während des Winterhauffests die Abendzeit. Okay. Gucken, was das ist. Moment. Hearthbox. Ah ja, das ist so Hearthstone-Zeug. Das finde ich halt immer so schade. Also wir haben jetzt hier unten so ein Interface. Stellt automatisch ein Deck zusammen, das in der Meta garantiert wie eine Bombe einschlägt. Enthält immer eine legendäre Karte und vorbereiten. Aha. Das geht? Also man kann jetzt Hearts miteinander spielen? So, wir haben jetzt ein Deck zusammengestellt. Okay. Das ist ja ganz lustig. Und Legendary. So, und dann können wir das hier. Kann da jetzt ein anderer irgendwie herkommen? Und mit mir spielen? Oder wie ist denn das hier jetzt gedacht? Das wäre ja geil, wenn sie Hearthstone mal hier integriert hätten. Spielbereit. Warte mal. Hey, warte. Mal kurz den Typen hier anschreiben. Ich kann mal kurz testen, ob wir hier irgendein Opfer finden, was wir mal ranholen können an den Hearthstone-Tisch. Vielleicht nennen wir mal ihn hier. Upsala, einladen wollte ich ihn gar nicht. So, eine Sekunde. Bisschen Geduld. Gucken, ob der mir hilft hier. Der Hexenmeister Friedab. Der findet es immer voll doof, dass der Flüstern-Button unter dem Einladen-Button ist. Da klicke ich so oft drauf, dann hast du so ein Instant-Ninja-Invite. Das will ich ja gar nicht. Antwort noch nicht, die Leute hier. Was ist los? War zu früh am Morgen oder was? Versuchen wir mal bei ihm.
Naja. Ah, der antwortet mir, das ist schön. So, dann invite ich den mal. Gucken, ob der mir hilft. So, ich habe ihm gesagt, er soll es mal bitte versuchen anzuklicken. War toll. Okay, also es passiert nicht viel, irgendwie, er kann es anklicken, dann dauert es kurz und dann gewinnt halt einer. Naja, wahrscheinlich der die besseren Karten, der schreibt mir noch hier GZ5. Ja, vielen Dank, Gilestra. Danke. Ja, wollte ich nochmal testen. So, na gut. Dann, was haben wir noch an Themen? Wir haben, genau, das wollte ich noch, ja, guten Rutsch dir auch. So, und zwar, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe ein bisschen rumgefriemelt mit Livestream in letzter Zeit. Das liegt eigentlich, also nicht, dass da irgendwer auf komische Gedanken kommt. Ich kann ohne Probleme hier in 2K den ganzen Kram streamen, habe ich ja auch schon zigmal gemacht, das ist gar kein Problem. Was ich aber machen wollte, ich wollte gerne einen 24/7 Livestream machen. Und zwar einen Let's Play Livestream, wo quasi am Stück meine... ja, meine Let's Play-Folgen sozusagen in einer Art von Loop laufen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, wie es aktuell ist. Ich kann es euch ja mal ganz kurz... warte mal, habe ich das hier irgendwo? Lass ich mal ganz kurz hier öffnen für euch, dann seht ihr das, was ich meine. Runde. Wo ist mein OBS? So, da. Müssen wir mal Bildschirmaufnahme machen einfach. So, Bildschirmaufnahme, ne? Genau, zack. Und habt jetzt hier, YouTube hat zu Vollbild gewechselt, ja, das ist okay. Ja, also jetzt hier in dem Fall, das ist jetzt mal so ein Ausschnitt davon. Das heißt, hier laufen jetzt alle abgeschlossenen Let's Plays, die ich gemacht habe, im... oh, es ist noch Chat-Overlay hier drüber. Warte mal, kann ich mal kurz wegmachen? So. Die laufen quasi im Loop. Vielleicht mal ein paar Worte dazu. Es ist doch eigentlich so, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der einfach mal sagt, hey, ich... keine Ahnung, ich raide gerade, ja, in WoW oder ich weiß auch nicht, ich mache irgendwas gerade und ich brauche ein bisschen was nebenbei. Und dafür ist dieses Ding hier gedacht, weil, nehmen wir mal jetzt, ich mache mal ein ganz, ganz dummes Beispiel, könnt ihr eure eigenen Beispiele haben, aber sagen wir mal, du raidest und bist jetzt gerade auf den Bossfight konzentriert, dann kannst du währenddessen kein Let's Play verfolgen, ne? Und wenn dann mal Pause ist oder wenn ihr gerade wiped, dann willst du vielleicht, während du auf den Reds wartest oder während du hinläufst, so ein bisschen nebenbei irgendwie auf den Stream gucken. Und dann ist eben das genau das Richtige, weil hier läuft eh, es läuft hier eh random. Und du hast es einfach nebenbei an und wenn du Zeit hast, guckst du drauf und wenn nicht, dann halt nicht. Und da es eben nicht wirklich fortlaufend ist, also es ist schon fortlaufend, aber nicht so wie im normalen Let's Play fortlaufend, hat man nicht das Problem, dass man irgendwelche wichtigen Dinge verpasst. Ne? Und dafür ist das ganze Ding eigentlich gedacht, beziehungsweise auch für Leute, die vielleicht diese Videos von mir noch gar nicht kennen, die Let's Plays, und einfach noch gar nicht wissen, okay, gefällt mir das oder nicht, einfach reingucken und wenn man sagt, hey, das ist echt ein gutes Let's Play, das will ich mir mal genauer angucken, da habe ich jetzt Bock drauf, das mal am Stück zu gucken vielleicht, dann gibt es natürlich die Playlist ganz normal auf YouTube. So, das Problem ist nun aber, ich mache mal kurz den Kram hier wieder weg, das Problem an der Sache ist nun aber, es läuft natürlich über einen Zweitrechner, über so eine kleine Streaming-Box, die ich da habe. Und ich bin noch nicht ganz fertig damit. Also, der wird sicherlich zwischendurch nochmal hin und wieder kurz offline gehen, weil ich nochmal was rumfriemeln muss. Der läuft aktuell nur in 720p, was an Twitch liegt, weil der läuft nämlich auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig. Das ist ja sinnvoll an der Stelle, damit es auch viele Leute sehen können. Habe ich natürlich ein Interesse dran, aber letztlich auch die Leute, weil jeder soll ja frei entscheiden können, wo er lieber guckt. So, auf jeden Fall... aktuell ist das Ganze noch in 720p, sieht trotzdem gut aus, weil das Originalvideo ist ja ein 2K-Video. Und das ist nur quasi runtergerendert auf 720p. Und das sieht besser aus als ein normales 720p-Video. Wollte ich nur mal am Rande erwähnen, also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr einfach einschalten. Ist so ein bisschen quasi wie Fernsehen. Einfach einschalten und da läuft halt irgendwas gerade, ne? Und wer die Let's Plays am Stück gucken will, dafür sind die Playlists auf YouTube da. Da könnt ihr in Ruhe in 2K-Qualität natürlich dann die ganzen Videos auf normalen Wege gucken. Ne? Jeder wie er mag, jeder wie er möchte. Kann man hier wieder den Chat-Overlay anmachen. So. Ja. Das jedenfalls ist neu. Das wollte ich gerne jetzt ab 2018 starten. Und hab's quasi jetzt gestern das erste Mal laufen lassen. Und es läuft eigentlich relativ gut. Und ich werde mal gucken, ich will die Qualität noch auf 1080p wenigstens bekommen. Und noch ein bisschen an der,
ja, wie sagt man, an der Reihenfolge schrauben. Ich möchte gern, dass schon mehrere Folgen von vom selben Let's Play fortlaufend am Stück kommen und dass es danach erst switcht. Da muss ich aber noch ein bisschen friemeln, da noch ein bisschen Geduld und Nachsicht bitte. Ich habe sowas noch nicht gemacht bisher. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Es schadet ja keinem und ich hoffe, dass es niemanden nervt. Ich weiß nicht, ob YouTube da irgendwelche Benachrichtigungen schickt. Wenn es irgendjemanden nervt, weil man da irgendwelche Benachrichtigungen bekommt, sagt es mir bitte. Da kenne ich mich nämlich leider nicht so gut aus. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wenn man mit Twitch diese Verbindung hat, ja, dass er dann bei YouTube immer in jedem Video so reinfriemelt hier, so, hey, ich bin live auf Twitch. Das habe ich aber ausgeschalten, ganz bewusst auch. Ja, also das dürfte nicht kommen. Wie gesagt, können wir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ein bisschen Feedback ist da immer ganz hilfreich, weil man kriegt ja auch nicht alles mit als YouTuber. So, wichtig an der Stelle, das Ganze hat natürlich nichts zu tun mit normalem Livestreaming. Das heißt, das ist ein 24/7 Livestream. Ich bin nicht so drin im Chat. Ich bin vielleicht mal so, mal kurz mal im Chat und kann aber irgendwie mal Hi schreiben. Das geht vielleicht schon mal ab und an, aber ich mache da keinen richtigen Livestream. Das heißt, euer Vorteil ist, ihr könnt euch dort einfach miteinander unterhalten, ja, live, während das Video läuft und euch über mich lustig machen, wie kacke ich da spiele zum Beispiel. Das ist, könnt ihr gerne tun, aber mit mir sich da unterhalten wird schwierig, weil ich, wie gesagt, da einfach nicht da bin. Unabhängig davon läuft natürlich trotzdem, wenn wir das dann wieder machen, ein normaler Livestream, der aber völlig unregelmäßig kommt. Und ja, das hat aber, wie gesagt, mit dem Ding nichts zu tun. Das wird noch ein bisschen verändert an der Stelle, aber ja. Also, wie gesagt, das ist einfach nur Bonus, das ist extra, das ist für jeden, der es möchte, und für die, die es nicht wollen, ist auch kein Problem. Ne? So. Gut, dann hätten wir das Thema. Was haben wir noch für ein Thema? Genau. Was kommt jetzt 2018 generell? Also, der eine oder andere hat es ja schon gesehen. Ich habe da ein paar Geschenke hier, ne? Mal nur kurz anklicken hier. Oh, ein Schneemann. Winziger Schneemann, das ist ja lustig. Warte mal. Wildtierführer. Ihr seht, ich bin voll der Pokémon-Fan hier. Wo ist denn der? Da ist er, da ist er. Hui. Ist ja witzig. Okay. Ja, der ein oder andere hat es schon gesehen. Ich mache aktuell relativ viel über Star Citizen. Da gab es sogar mal einen Beitrag auf BAFF, den fand ich ganz interessant. Und da kann ich nur noch mal erwähnen, es ist sehr wohl ein MMORPG. Also was da einige geschrieben haben, ist völliger Unsinn. Natürlich ist es ein MMORPG. Aktuell natürlich noch nicht, weil es natürlich noch in der Alpha ist. Aber wenn es fertig ist, ist es ein MMORPG. Vielleicht ein Sandbox-MMORPG, ne? Aber ja. Das kann ich nur jedem mal ans Herz legen, sich das zumindest mal anzugucken. Weil das ist sehr, sehr nice. Also da habe ich auch richtig Bock drauf. Und da gibt es auch immer wieder was Neues, wo man auch mal Videos machen kann. Das ist sehr, sehr cool. Hat natürlich mit WoW nichts wirklich zu tun, ne? Muss man auch klar sagen. Also WoW ist dann nochmal eine andere Schiene. Aber ja. Das wird auf jeden Fall nächstes Jahr weiterhin relevant bleiben. Und auch wahrscheinlich generell relevant bleiben. Werden wir mal sehen. Dann haben wir natürlich dann die Let's Plays. Also ich habe ja immer in der Regel 3 Let's Plays gleichzeitig am Laufen. Aktuell läuft noch Elex und Assassin's Creed neben Star Citizen. Ihr seht schon, das ist ein bisschen alles so rollenspielmäßig. Ich weiß, nicht jeder will das sehen, Rollenspiel, aber es ist es halt aktuell. Aber wenn die Dinger durch sind, dann kommt dann mal wieder was Neues. Ich habe mal wieder Bock auf Strategie, beziehungsweise auch mal wieder was mit Shooter. Vielleicht machen wir nochmal Borderlands. Müssen wir mal sehen. Wobei, das ist auch wieder so Rollenspiel, aber naja, wir schauen mal. Fortunate habe ich auch mal Bock drauf. Warte mal, wie heißt es? Fortunate? Fortunite? Naja, auf jeden Fall dieses Bauspiel mit Shooter-Element und so. Oder dieses Shooter-Spiel mit Bauelementen, wie auch immer. Da habe ich auch mal Bock drauf, aber wir werden sehen, das kommt dann alles 2018 im Laufe des Jahres. Ja, was haben wir noch an Infos? Ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas? War das, ja, nee, sonst haben wir eigentlich jetzt nichts wirklich Wichtiges noch. Raid-Livestream gibt's keinen mehr. Also jetzt über den neuen Raid, ne? Wie gesagt, ich raide aktuell nicht. Hab da auch wirklich keine Lust drauf. Und deswegen macht's auch keinen Sinn, da einen Livestream zu haben über einen Raid. Höchstens mal LFR. Aber das will, glaube ich, keiner sehen. Da nicht böse sein, aber es muss einem auch einfach Spaß machen, ne? Da bin ich wirklich ehrlich, krampfhafter irgendwie einen Stream machen, nur um einen Stream zu machen, ist einfach kacke, finde ich. Ne? So. Ja.
Ansonsten fällt mir das gar nichts besonders ein. Wenn ihr noch, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich gebe dann meine Antwort darauf, so gut ich kann. Und wir sehen uns dann, was WoW angeht, spätestens am 21. Januar wieder. Oder, ja, am 21. Januar. Eher wird nichts sein. Was ist das hier? Bonusereignis? Dungeons von Legion. Git. Nee, da sehen wir uns bestimmt nicht. Antorus beginnt. Ah, okay, der letzte LFR. Na gut. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich habe das schon mal gesagt, aber man kann es ja nie oft genug sagen. Nehmt euch ein paar schöne Sachen vor fürs nächste Jahr. Und, ja, bleibt auf jeden Fall dabei, wenn ihr Bock habt. Und ich, ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein, guten Rutsch. Ein schönes Silvester, schönes Feuerwerk, schönes Essen und bis später. Ciao.